Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, zum zweiten Video. Eigentlich war für heute ein anderes Video geplant, das ist ein falsches, hätte da gar kein Video geplant. Nämlich will ich eigentlich einfach nur über Smash reden, ne? Und zwar, da ja, wenn das Video online kommt heute, die letzte Smash Direct kommt, will ich einfach nur mal darüber reden. Was ich jetzt von diesem Leak halte über Snapchat heißt es. Der Leak, der über Snapchat gemacht wurde. Was ich von dem halte jetzt. Und ja, ich bin mir fast sicher, dass es fake ist. 100% sicher kann man sich nicht sein. Bis morgen halt. Danach. Ja. Ist was ist sicher. Aber ich werde einfach nur mal durch jetzt über alle Charaktere kurz mal reden. Was ich davon halte, ob es wahrscheinlich ist, dass sie kommen oder nicht. Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Kommen wir zum ersten Charakter auf diesem League-Banner, nämlich Shadow. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Shadow kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute sich denken, oh mein Gott, Sonic ist so ein cooler Charakter, ich brauche einen Eco-Fighter davon. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der in Smash Sonic maint oder überhaupt benutzt. Ja, das ist mein Fazit zu Shadow, er wird nicht kommen, er wird eine Helfertruppe bleiben. Auch wenn sie noch nicht angekündigt wurde, es werden nicht alle Helfer-Trophäen angekündigt. Kommen wir zum nächsten Charakter, Banjo-Kazooie. Ich denke nicht, dass sie kommen. Banjo-Kazooie wäre eigentlich so einfach ein Abklatsch von Duck Hunt. Ich weiß nicht, ob das dann auch noch ein Eco-Fighter ist oder einfach wirklich nur eine Nachmache. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn er kommt, halt wirklich ein ähnliches Movepool hat wie Duck Hunt. Und auch bei ihm muss ich sagen, glaube ich nicht, dass er kommt. So, jetzt kommen wir zu Isaac. Isaac ist mal wieder ein Fire Emblem Charakter, wenn ich mich täusche. Ich kann kurz nachgucken. Ich bin gut vorbereitet. Ja, Isaac ist ein Fire Emblem Charakter und ich weiß nicht, jetzt kam jetzt jedes Spiel ein neuer Fire Emblem Charakter, jetzt kommt ja auch Roy zurück in Ultimate. Und ich bin mir unsicher bei Isaac. Es kann wirklich sein, dass Isaac kommt. Aber ich will mich darauf jetzt auf nichts festlegen. Bei ihm ist es, finde ich, am wahrscheinlichsten, dass er kommt. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Charakter, zu Ken. Ich glaube jetzt echt nicht, dass ein Eco-Fighter zu einem Charakter kommt, der als DLC im letzten Smash Bros. Kam. Also, Street Fighter ist auch schon eher ein bekannteres Game, aber nicht so krass, dass sie zwei Charaktere in Smash brauchen. Da finde ich, hätten einige Spiele mehr verdient. Also Ken kommt auch nicht, meiner Meinung nach. Der nächste Dude ist Match Rider. Ich kann mir nicht erklären, weil ich kann es mir nicht vorstellen. Ja gut, sie haben Mr. Game & Watch ausgegraben. Also die Macher von Smash. Aber Match Rider? Nein. Ich kann mich auf den Gedanken nicht. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass er kommt. Es wäre für mich wahrscheinlich von den Charakteren die zweitgrößte Überraschung. Die größte wäre natürlich immer noch Shadow, aber trotzdem. So, kommen wir zum nächsten Charakter. Zu Geno, keine Ahnung. Ja gut. Es ist ein Mario-Charakter. Yay! Noch ein neuer Mario-Charakter, der nicht Waluigi ist.
Danke, Nintendo. Nein, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Xeno mit reinbringen. Da könnte ich mir wahrscheinlich Horrokid oder Waluigi besser vorstellen. Und wenn jetzt irgendjemand kommt, ja, Waluigi hat aber kein eigenes Game. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Aber ihr habt recht. Trotzdem wollen die Leute Waluigi. So, kommen wir zum letzten Charakter, zu den letzten Charakteren. Nämlich zu den Chorus Kids. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe keine Ahnung, woher sie kommen. Ein Glee Club in Brighton Heaven. Noch nie gehört. Und ich kann mir ums Verrecken vorstellen, dass sie die Engine dafür machen, einen dreiteiligen Charakter einzubauen. Also jetzt nicht sowas wie die Ice Climbers, obwohl sie da schon eine ähnliche Engine benutzen könnten. Aber die Ice Climbers sind dann noch was anderes als die Chorus Kids. Ich weiß nicht, bei den Ice Climbers ist es so, wenn der Blaue stirbt, sind beide tot, wenn der Rosa stirbt, lebt der Blaue noch weiter. Wie machen die das dann da? Bei den Chorus Kids können dann beide sterben, können zwei sterben und der letzte lebt immer noch, oder ist es dann auch so, dass wenn der Main-Typ stirbt, dass dann alle tot sind? Ich kann es mir nicht erklären. Ja, im Großen und Ganzen zu den neuen Charakteren, die kommen könnten, oder die hier geleakt wurden, ist für mich der plausibelste Isaac. Bei ihm kann ich mir echt vorstellen, dass er kommt. Und die größte Überraschung für mich wäre Shadow. Und ja. Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Lasst auch ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von solchen Videos wollt. Vielleicht mache ich dann auch noch ein Video, wo ich über Charaktere rede, die ich als DLC haben möchte. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!